wie Harald Schumacher, nicht vor solch einer Kulisse. Hannover 96 in den roten Trikots. Ein Foul von Hünnerbach an Hartmann. Eine von unzähligen Ruppigkeiten in diesem Spiel. Mit der Nummer 3, das ist der Kapitän der Hannoveraner, Bernd Thiele, ein ehemaliger Schalker. Und mit einem solchen Freistoß haben die Kölner natürlich keine Mühe. Chance zu einem Konter. Alofs. Gegen Ronge. Und obwohl der weiß, dass der Kölner nur mit links schießt, lässt er sich hier düpieren. Die erste Chance für die Kölner durch Klaus Alofs in der 8. Minute. Dann aber kamen die Hannoveraner. Suhrmann mit der Nummer 2. Buhr mit der Nummer 9. Gut in der Ballbehandlung. Der Pass zu Hartmann und Schumacher. Die Hannoveraner spielten durchaus mit. Kein Übergewicht bei den Kölnern, die hier mit Strack angreifen. Für ihn fühlt sich kein Mensch verantwortlich. Pass zu Bein. Und hervorragende Reaktion von Ralf Raps im Tor von Hannover 96. Und dann allmählich erspielten sich die Hannoveraner ein Übergewicht. Suhrmann und Schumacher. Ein erster Warnschuss. Suhrmann, der im Achtelfinale Mitte Januar das 1:0 für die Hannoveraner im Spiel gegen Köln erzielt hatte. Mit der Nummer 8 eben am Ball Maximilian Heidenreich, der umworbene Spieler von Hannover 96. Sie sehen, die Hannoveraner erspielten sich ein Übergewicht. Ecke von Frank Hartmann hereingegeben. Thiele, kein Foul. Und wieder der Spieler mit der Nummer 2, Carsten Suhrmann. Ja, Abwehrfehler bei den Kölnern. Sie sehen, die Hannoveraner spielen, sind technisch auch gut. Gur. Und da ist Suhrmann frei. Das 1:0 für Hannover in der 33. Minute hier der Torschütze. Abseits war die Frage, aber die Zeitlupe wird verdeutlichen. Hier ist im Moment der Ballabgabe. Suhrmann nicht abseits stand. Das 1:0 also korrekt. Duplizität der Ereignisse. Suhrmann wie vor etwa einem Dreivierteljahr erneut der Schütze zum 1:0. Jetzt forcierten die Kölner ihre Angriffe. Hier erkennt Delving, der Schiedsrichter, auf Freistoß für die Kölner. Mein Eindruck war, dass sich Alofs da doch ziemlich weit zurückgelehnt hatte. Man hätte genauso gut umgekehrt entscheiden können. Littbarski. Und das 1:1. Kurz vor der Halbzeit. Der Schuss schien nicht ganz unhaltbar. Die Mauer auch schlecht platziert. Mit diesem Unentschieden ging es in die Pause. Nach dem Wechsel dann eine Änderung auf Seiten der Kölner hier mit der Nummer 14 im Vordergrund gerade zu sehen. Lehnhoff, er kam für Gielchen ins Spiel und das ist Engels. Lehnhoff, der so sehr an Bernd Schuster erinnert. Schönes Doppelpassspiel. Und der Ball hätte eigentlich im Tor sein müssen. Doppelpass mit Alofs. Die Hannoveraner gaben keinen Ball verloren, kämpften aufopferungsvoll. Und hier einer ihrer auffälligsten Spieler, Hartmann mit der Nummer 10. Und in dieser Situation erkannte Delving zunächst auf Elfmeter, befragte dann seinen Linienrichter und der sagte, kein Elfmeter, Eckball. Danach turbulente Szenen. Aus meiner Sicht, ich habe auch spontan gemeint, kein Elfmeter, dennoch hier die turbulenten Szenen. Schumacher meckert, erhält die gelbe Karte. Hier deutet ihm der Schiedsrichter an, er möge doch bitte
nicht so vorlaut sein. Und dann der Eckball. Engels. Und hier ein unglücklicher Zusammenprall zwischen Alofs und Suhrmann. Und Alofs erhält hier die gelbe Karte. Keine sehr glückliche Entscheidung, wie ich meine. Es war einfach ein unglücklicher Zusammenprall. Steiler Pass auf Hartmann. Schön, wie er das macht. Und die Chance verteilt. Hannover mit deutlichem Übergewicht nun in der zweiten Halbzeit. Frank Hartmann, der vor einem Dreivierteljahr die Entscheidung erzwang. Er erzielte das 3:2. Freistoß für die Hannoveraner. Das dauert jetzt etwas lange. Sicher sind die Hannoveraner nicht unglücklich darüber. Sie haben doch sehr, sehr viel Kraft lassen müssen. Frank Hartmann wird diesen Freistoß ausführen. Ja, und mit der Nummer 2, da ist der Torschütze zum 1:0. Suhrmann, er spielte fast Mittelstürmer. Und dann ein Schuss von Hellberg, bei dem sich Schumacher gewaltig strecken lässt. Sie können an diesen Ausschnitten erkennen, Hannover die dominierende Mannschaft. Köln hatte da kaum etwas entgegenzusetzen. Ecke für Hannover. Und da ist Gur und er erzielt in der 66. Minute das 2:1. Erneute Führung für die Hannoveraner. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Hören Sie diese Begeisterung. Der Eckball. Abseitsposition. Hätte man vielleicht erkennen können hier. Schumacher fühlte sich vielleicht bedrängt. Aber dennoch ist Ruhe da. 2:1 und noch 24 Minuten zu spielen. Jetzt hatten es die Kölner eilig. Sie öffneten nun. Was blieb ihnen auch anderes übrig? Und sie waren nun häufiger vorm Tor der Hannoveraner. Klaus Alofs. Pfosten. Littbarski. Gedränge. Bein. Engels. Und wieder Littbarski. Und da ist die Situation geklärt. Und dann nur noch wenige Sekunden bis zum Schlusspfiff. Der Schlusspfiff, noch ein paar Eindrücke aus dem Niedersachsenstadion nach dem 2:1-Sieg von Hannover 96 und ein kurzes Interview mit Werner Biskop, dem Trainer der siegreichen Mannschaft. Herr Biskop, ich weiß, es fällt Ihnen sehr, sehr schwer, aus dem Kreis Ihrer Spieler raus zu müssen. Ich musste Sie rausreißen förmlich. Herzlichen Glückwunsch. Was mich mal interessieren würde, wie haben Sie die letzten Minuten auf der Bank erlebt? Mit diesem Lattenschuss von Alofs zum Beispiel? Ja, es war sehr schlimm. Ich meine, auf der Bank habe ich die Zeit nicht mehr erlebt, weil ich nur noch rumgerannt bin. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, dass wir die Schlussminuten der Kölner, wo sie sehr, sehr stark waren, überstanden haben. Kompliment noch einmal an der Mannschaft und das fantastische Publikum hier. Worauf führen Sie denn den Sieg in erster Linie zurück? Ja, wir haben gekämpft. Wir wussten, dass wir technisch mit den Kölnern nicht standhalten können, weil sie ja nun mal Nationalspieler in ihren Reihen haben, aber wir haben die ganze Kampfkraft, alles was noch drin war, haben wir gegeben und das war der Sieg dann letztlich. Was mich überrascht hat, war aber, dass ihre Mannschaft spielerisch teilweise durchaus mithalten konnte. Ja, es kam uns etwas zugute, dass die Kölner nach dem 1:0, nach dem 2:1 kommen mussten und wir dann Raum hatten, unser technisch gutes Spiel auch zu machen. Was meinen Sie denn, wie viele Spiele kann Hannover in dieser Form durchstehen? Ja, ich glaube, das gibt es nur einmal oder zweimal. So Kraftakte kann man nicht immer machen. Aber eine Mannschaft, die dann 1:0 führt oder 2:1 führt, da werden Kräfte frei, die vielleicht bei dem Gegner, der zurückliegt, der favorisiert war und auch immer noch ist, gegen einen Erstbundesligisten, dass die dann etwas zurückstecken. Und da war unser Vorteil, unser Plus. Vielen Dank, Herr Biskup.